schließt das Kapitel der Tauba gerade ab. Er möchte mit diesem Hadith sagen, so groß und schlimm, dass die Handlung auch sein mag, in Relation zu der Barmherzigkeit und der Vergebung Allah Ta'alas sind die Sünden immer klein. Es geht hier um jemanden, der einen Muslim ermordet, daraufhin den Islam annimmt, selbst getötet wird. Und dann sagt er, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt implizit, dass beide das Paradies betreten. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass wenn wir sagen, beide betreten das Paradies, dass beide gleiche Rangstufen haben müssen. Das bedeutet das nicht. Es geht einfach darum, dass ihm vergeben wird. Und er hat also mit diesem Hadith, mit der Beendigung des Kapitels, mit diesem Hadith will er einfach nur ausdrücken, genau diesen Punkt, so groß eine Sünde auch sein mag, in Relation und im Vergleich zu der Rahma und der Maghfira Allah Ta'alas ist jegliche Sünde klein. Na. Deswegen sagt Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sagt, Ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. O Diener, die sich selbst gegenüber ungerecht waren, verzweifelt nicht von der Barmherzigkeit Allahs. Warum nicht? Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah Ta'ala vergibt sämtliche Sünden, alle Sünden.